Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder heute im Showroom von Launch Europe. Wir haben heute ein besonderes Szenario aufgebaut, nämlich ein Elektrofahrzeug, mit dem wir im Prinzip zwei Servicefunktionen zeigen wollen, die es bei unserem brandneuen X431 Eurotab 3 Diagnosetester gibt. Mein Kollege Daniel hat dieses ganze Setup hier schon mal vorbereitet und kann sicherlich ein, zwei Worte darüber verlieren, was der Inhalt dieser Servicefunktionen ist. Gerne. Also wir haben zwei neue Servicefunktionen in dem Eurotab 3 nur für E-Fahrzeuge. Das ist einmal Kalibrierung des Motorwinkels und einmal Diagnose der Hochvoltbatterie. Bei Kalibrierung des Motorwinkels können wir den Rotorlagesensor neu annähern, da erzähle ich gleich mehr zu. Und bei der Diagnose der Hochvoltbatterie können wir uns zum Beispiel die Historie der letzten Ladevorgänge anschauen oder eine neue Hochvoltbatterie in Betrieb nehmen. Aber das gucken wir uns natürlich gleich mal genauer an. Super, alles klar, Daniel. Dann, wir haben hier auch noch so eine Absperrung und gewisse Sicherheitsvorrichtungen aufgebaut. Was hat es damit auf sich? Ja, also wenn man ein E-Fahrzeug in der Werkstatt hat, müssen wir das natürlich erstmal als solches kennzeichnen. Das heißt, wir müssen das absperren. Das ist sehr wichtig, dass es abgesperrt wird. Und wir müssen es als solches kennzeichnen, zum Beispiel mit Achtung Hochvolt oder mit hier so einem praktischen Magnethalter. Irgendwie, ne, dass das Fahrzeug einfach als ein Elektrofahrzeug gekennzeichnet ist, als ein Hochvoltfahrzeug. Ja, verstehe. Ne? Und darf jeder irgendwie daran arbeiten? Also kann jeder Servicetechniker einfach dann an so einem Elektrofahrzeug arbeiten oder wie ist das? Ja, also das ist gar nicht so einfach. Da gibt es drei verschiedene Qualifikationsstufen. Um an Elektrofahrzeugen zu arbeiten, müssen wir eine Elektrofachkraft sein für das Arbeiten an HV-eigensicheren Fahrzeugen. Ne? Und also die Qualifikation muss man haben und da darf man verschiedene Sachen machen. Da will ich jetzt aber gar nicht so genau drauf eingehen. Aber diese Qualifikationsstufe muss man haben, damit man daran arbeiten darf. Ne? Okay, gut. Das sind sozusagen die Grundvoraussetzungen. Ja. Dann schauen wir uns doch mal die Servicefunktion jetzt am Eurotab 3 an. Um die Servicefunktion auszuführen, müssen wir natürlich erstmal die Zündung einschalten und unser VCI mit dem Fahrzeug verbinden. Dafür benutzen wir hier unser SmartLink von dem Eurotab 3. So, Daniel, du hast das Fahrzeug jetzt mit dem Diagnosegerät verbunden. Also genau. Das SmartLink liegt im Fahrzeug und hat die Verbindung zu unserem X431 Eurotab 3 hergestellt. Schauen wir uns jetzt doch mal die Servicefunktion an, die wir heute benutzen wollen. Machen wir. Das ist einmal Diagnose für Hochspannungsbatterie, die sind direkt untereinander und die andere ist Kalibrierung des Motorwinkels. Als erstes würde ich mal die Servicefunktion Kalibrierung des Motorwinkels zeigen. Okay, dann fangen wir mit der Kalibrierung des Motorwinkels an. Wofür ist die gut eigentlich? Ja, dafür muss man erstmal verstehen, wie überhaupt so ein Elektromotor aufgebaut ist. Mhm. Also grundsätzlich hat ein Elektromotor einen festen Stator und einen sich drehenden Rotor. In dem Stator sind mehrere Magnetspulen aufgebaut, also ist mit mehreren Magnetspulen aufgebaut und die werden nacheinander bestromt. Dadurch entsteht ein drehendes Magnetfeld. Okay, Daniel, bei dem i3 handelt es sich jetzt um einen synchron laufenden Elektromotor. Genau. Was gibt es da noch anderes? Gibt es auch noch einen asynchron laufenden Elektromotor? Genau, also es gibt grundsätzlich gibt's Synchron- und Asynchronmotoren. Beim Asynchronmotor läuft dieser Rotor dem sich drehenden Magnetfeld hinterher. Und ein Synchronmotor läuft mit diesem drehenden Magnetfeld synchron mit. Und dieser benötigt einen Rotorlagesensor. Und wenn wir jetzt hier uns die Servicefunktion ansehen, können wir diesen Rotorlagesensor neu annähern. Und der ist dafür da, damit er die genaue Winkelposition des Rotors weiß. Okay, damit die quasi genau gleich laufen. So ist es. Alles klar. Können wir uns das dann am Fahrzeug mal angucken? Machen wir. Um die Servicefunktion auszuführen, wählen wir erstmal Kalibrierung des Motorwinkels. Jetzt verbindet sich die VCI mit dem Fahrzeug und als nächstes wählen wir BMW aus, dass sich hier um einen BMW i3 handelt. Jetzt wird eine komplette Steuergeräteabfrage gemacht, das heißt, das dauert einen kleinen Moment. So, jetzt sind wir in der Servicefunktion. Wie wir sehen, steht jetzt hier Rotorlagesensorabgleich, da tippen wir mal drauf. Jetzt werden nochmal alle Elektrofahr, also für die Elektromaschine, alle Steuergeräte identifiziert.
Und jetzt sehen wir auch schon, diese Servicefunktion dient zum Abgleich des Rotorlagesenders der Elektromaschine. Hier drücken wir auf Fortfahren. Und als nächstes muss jetzt vom Typenschild des Elektromotors der Offset-Wert im Eurotab 3 eingegeben werden. Das sehen wir unterm Auto. Beim Elektromotor können wir das Typenschild finden. Das zeigen wir euch jetzt mal von unten. So, jetzt befinden wir uns unter dem i3. Hier sehen wir die Hochvoltbatterie. Und hier den Elektromotor. Und auf dem Elektromotor ist hier ein Typenschild zu sehen. Da blenden wir gleich mal ein Foto ein. Und davon müssen wir die letzten 6 Zahlen, diesen Offset-Wert, in das Eurotab 3 eingeben. Und das machen wir gleich mal. So, den Offset-Wert habe ich, wie ihr seht, schon eingegeben. Mit OK können wir jetzt fortfahren. Und jetzt können wir, der folgende Abgaswert des Rotorlagesenders wurde eingegeben. Und jetzt können wir die Eingabe mit F1 fortsetzen. Und jetzt wird dieser Rotorlagesensor neu angelernt. Im nächsten Schritt wird ein Reset des Steuergeräts durchgeführt, um diesen Abgleichwert des Rotorsensors permanent zu speichern. Da drücken wir jetzt auf Fortfahren und dann wird der Reset ausgeführt. Das kann natürlich einen Moment dauern, weil das Hochvoltsystem dafür deaktiviert und danach wieder aktiviert wird. Ne? Und das Ganze wird halt komplett automatisch ausgeführt. Jetzt wurde die Zündung aus- und eingeschaltet. Und das war's. Damit haben wir die Servicefunktion abgeschlossen. Schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt die Servicefunktion an Hochvoltbatterie. Genau, die Servicefunktion finden wir auch unter Servicefunktion. Die ist direkt Überkalibrierung des Motorwinkels und heißt Diagnose für Hochspannungsbatterie. Die ist nicht direkt umfangreicher, aber die bietet mehr Optionen und das würde ich euch gerne einfach mal direkt am Tester zeigen. So, dann schauen wir uns mal die Servicefunktion gemeinsam an. Dafür muss natürlich wieder die VCI mit dem Fahrzeug verbunden sein und die Zündung eingeschaltet. Dann wählen wir als erstes den Hersteller aus. Das ist wieder der BMW. Jetzt wird wieder eine Gesamtabfrage der Steuergeräte gemacht, das heißt, es dauert einen Moment. So, und das sind jetzt die Optionen, die in dieser Servicefunktion hinterlegt sind. Da können wir uns einmal die Historie der letzten Ladevorgänge ansehen. Das wäre zum Beispiel sehr hilfreich, wenn jetzt beim Laden irgendwelche Probleme auftreten, die dazu führen, dass der Ladevorgang nicht ordentlich durchgeführt werden kann. So, da sehen wir jetzt zum Beispiel den letzten Ladevorgang, den vorletzten und so weiter. Und da können wir uns, wenn wir jetzt mal in den vorletzten Ladevorgang reingehen, sehen wir, wie lange geladen wurde, von welchem Ladezustand, ne, von 54% bis 93% wurde aufgeladen, bei wie viel Temperatur, wie viele Unterbrechungen es gab beim Laden. Und das kann halt, wie gesagt, sehr hilfreich sein, um Fehler beim Ladevorgang zu finden. Außerdem können wir mit dieser Servicefunktion eine neue Hochvoltbatterie in Betrieb nehmen und zum Beispiel, wenn wir einzelne Zellen in der Batterie, Zellmodule erneuert haben, können wir diese auch neu anlernen. So, der nächste Menüpunkt ist dann Seriennummer von Zellmodulen dokumentieren. Da können wir jetzt, wenn wir neue Zellmodule einbauen, müssen wir quasi alle Seriennummern der Zellmodule einmal auslesen und diese dokumentieren und die neuen Zellmodule dann auch wieder in das Steuergerät einschreiben. Und dafür können wir zum Beispiel diesen ganzen Data-Matrix-Code, das sind alle Seriennummern der Hochvoltbatterie, auslesen. Das wäre der Menüpunkt 1. Und mit Menüpunkt 2 können wir dann die 10-stellige Seriennummer der Hochvoltbatterieeinheit eingeben. Jetzt schauen wir uns mal den nächsten Menüpunkt an. Das wäre Inbetriebnahme der Hochvoltbatterieeinheit. Damit können wir halt, wenn wir eine komplette Hochvoltbatterie getauscht haben, diese neu an das Steuergerät anlernen. Da gibt es auch wieder mehrere Menüpunkte, zum Beispiel Erneuern aller Zellmodule bzw. komplett neuer Zusammenbau oder Erneuern eines oder mehrerer Zellmodule etc. Also hier können wir halt verschiedenste Reparaturen an der Hochvoltbatterie durchführen und diese danach mit der Servicefunktion anlernen. Beenden wir die auch mal.
Und mit der letzten Servicefunktion können wir halt auch nochmal alle Seriennummern der Batterie auslesen. Hier haben wir jetzt eine gute Übersicht bekommen über die einzelnen Servicefunktionen, die uns für Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen mit dem Eurotop 3. Und ja, viele Funktionen konnten wir ja im Prinzip nicht durchführen, weil wir keinen realistischen Defekt hatten. Nee, aber vielleicht, Daniel, kannst du uns nochmal so einen Einblick geben, was hat oder welchen Vorteil haben diese Servicefunktionen? Natürlich. Also wie gesagt, das war jetzt einfach mal eine Übersicht über die Servicefunktionen. Na klar, können wir jetzt hier keine Hochvoltbatterie mal eben tauschen. Ne? Aber zum Beispiel mit dieser Ladehistorie können wir zum Beispiel sehen, wenn beim Laden ein Defekt auftritt. Die Batterie wird sporadisch nicht vernünftig geladen. Sehen wir natürlich mit den letzten 7 Ladevorgängen, können wir auf den Fehler schließen. Also da können wir halt so ein bisschen Rückschlüsse darauf ziehen, wo das Problem liegt. Ne? Und für die Zukunft, wenn Teile einer Batterie beispielsweise kaputt gehen, also einzelne Batteriesegmente kaputt gehen, kann man ja im Prinzip auch mit dem Eurotop 3 diese fehlerhaften Segmente identifizieren. Genau. Also wie du es schon gesagt hast, es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass wir diese Batteriemodule, diese Batteriezellen irgendwann einzeln tauschen in der Werkstatt, und dafür benötigen wir natürlich so eine Servicefunktion. Super, das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick in die 2 Servicefunktionen des X431 Eurotop 3 in Bezug auf Elektrofahrzeuge. Vielen Dank, Daniel. Gerne. Das Thema der Elektrofahrzeuge ist natürlich gerade für Werkstätten interessant, die jetzt schon mit Kunden zusammenarbeiten, die Elektrofahrzeuge haben. Und wenn man sich die Neuanmeldungen von Elektrofahrzeugen ansieht, ist das natürlich auch für die Zukunft ein durchaus interessanter und spannender Markt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.